Nächster Tagesordnungspunkt sind die Tagesordnungspunkte 13 bis 15. Es geht um das Jugendgerichtsgesetz. Erster Redner ist bereits am Wort, Philipp Schrangl von der FPÖ. Wir werden dieser Reform nicht zustimmen, und zwar aus einem einfachen Grund, und ich wiederhole unsere Ausführungen, die wir schon im Ausschuss getätigt haben. Wir geben jungen Personen in Österreich die Chance, mit 16 Jahren am politischen Leben teilzunehmen. Auf der anderen Seite erweitern wir aber nicht auch deren Pflichten. Wer Rechte hat, der hat auch Pflichten. Und meine Damen und Herren, wenn sich einer meiner Nachredner dann hier herstellen wird und behaupten wird, dass es um Lausbubengeschichten geht, dann muss ich ihm gleich widersprechen. Es geht eben nicht um Lausbubengeschichten, denn Ersttäter waren auch bis jetzt schon im Gesetz mit einem Milderungsgrund befreit. Hier geht es darum, Jugendbanden zu entkriminalisieren, und das wird es mit uns Freiheitlichen ganz sicher nicht geben. Und ich will auch zu meinem eigenen Antrag sprechen und vielleicht ein bisschen etwas aus der Geschichte holen. 2011 hat eine SPÖ-Anfrage an die damalige Justizministerin Beatrice Kahl ergeben, dass 86 Richter, Staatsanwälte und weiteres Gerichtspersonal bedroht worden sind. Die SPÖ bezeichnete das damals als erschreckend. Und ja, es ist erschreckend. 2012 wurden in Österreich 2173 Beamte verletzt. 2173 Beamte verletzt. Und aus diesem Grund fordern wir hier und heute und schon seit längerem eine Mindeststrafe für Angriffe und Drohungen auf Polizisten, auf Beamte, Sachverständige und Zeugen. Und das ist mehr als überfällig. Wir sehen in Deutschland, dass dort immer mehr Organe der Rechtspflege bedroht werden. Und das ist eine Entwicklung, die wir nicht auch in Österreich haben wollen. Wir wollen in Österreich diese Menschen, die tagtäglich dafür arbeiten, dass das Recht Recht bleibt und der Staat geschützt wird, auch diese Menschen müssen wir schützen und dürfen nicht im Regen stehen lassen. Und dass mein Vorschlag nicht vollkommen aus der Welt gegriffen ist, zeigt, dass dieser Vorschlag auch in der Expertengruppe zur Strafrechtsreform debattiert wurde und dort vorgekommen ist. Das heißt, es ist wichtig und wir sollten diesen Schritt tun. Und Herr Bundesminister Brandstätter, ich schätze Sie persönlich und es tut mir wirklich leid und es ist schade, dass nicht auch Sie diesen Antrag aufnehmen und sagen, ja, das ist eine richtige und wichtige Sache und wir nehmen das. Aber ich habe im Mai in der Tageszeitung Presse gelesen, dass etwas in den Laden des Justizministeriums schlummert. Das heißt, meine Hoffnung ist noch nicht aufgegeben, dass wir unsere Organe besser schützen. Und eins kann ich Ihnen gleich versprechen, meine lieben Richter, Staatsanwälte, Polizisten, Sachverständige und Zeugen, mit den Freiheitlichen haben Sie auf jeden Fall einen starken Partner, wenn es darum geht, Ihre Sicherheit zu schützen. Danke. Hier gehe es darum, Jugendbanden zu entkriminalisieren, meint Philipp Schrangl von der FPÖ. Die FPÖ werde daher nicht zustimmen.